Operationsgebiet. Moin, sind YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Wir sind hier wieder mit der VMP am Start und haben diesmal ein bisschen stärkere Gegner, habe ich das Gefühl. 519er dabei. Ist auf jeden Fall nicht so schön. Weil der sniped auch, habe ich gesehen. Er hatte irgendwie 19.000 oder 119.000 Kills mit der Sniper. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, genau. Und ich glaube, dass der richtig abgehen wird. Entweder hat er nämlich was an oder er ist einfach nur richtig gut. Aber das, ich glaube nicht, dass er richtig gut ist. Weil ich glaube, er da sowas anhat. Ich habe mir auch sein Steam-Profil angeschaut und er hat einfach noch keine Steam-Profil-Daten. Ja, er ist einfach schon instant, Das macht mich schon stutzig, dass er noch kein normales Steam-Profil hat, sondern einfach nur ein Spiel da drauf. Stirb, dankeschön. Hier kann man ja auch rein. Alles klar. Dann kommt man hier raus. Ah, interessant. Boah, mein Gott, ey, wie war der im Schimmeln? Wusa, warum? Ja, dafür klaue ich dir den. Dafür klaust du mir den? Ja, wir sind ein gutes Team. So muss das. Oh, was ist da? Warte. Ey, mein Aim. Ich habe jetzt eine Idee. Komm hier. Eine ganz dumme Idee. Eine ganz, ganz dumme Idee. Ich und die Sniper, ne? Das ist schon, Da kann nicht gut werden. Ciao. Weil die VMP, die ist ein bisschen heftig überpowered noch. Jawohl, hab dich. Okay, interessant. Gibt einfach so von mir um. Okay, der tötet mich einfach so. Einfach so tötet der mich, das darf der nicht. Gucken wir uns mal mit der Sniper reißen. Hinter uns ist auf jeden Fall einer gespawnt irgendwo. Guck mal, das meine ich nämlich mit der Sniper. Ich habe nämlich gar kein Skill mit der Waffe. Da ist wieder voll vorgeaimt und ich habe nicht getroffen. Richtig schlecht. Lol. Ach, der ist da oben drin oder was? Hi. Ja, mein Gott, war das schlecht. War das schlecht. Ich sage, mit der Sniper bin ich echt, Gott, auf jeden Fall. Nee, du. Geh weg. Ja, der war gar nicht schlecht, weil der Gegner ist mir noch richtig viel in den Schuss gelaufen. Ah, hi. Wollen wir hier Tauchgang machen oder was? Lieber mal nicht machen. Flash ich mal lieber ein bisschen vor. Hab auch keinen gekriegt mit der Flash. Oh fuck, oh fuck. Ah, mein Gott, ey. Die Quickscopes sich beide versemmelt. Die Quickscopes waren auch beide schlecht. Ich hätte einen anderen Waffe gehabt, wäre er tot gewesen, aber... Ich find's ganz lustig, mal wieder mit der Sniper zu spielen. Das ist ja nicht ganz amüsant. Aber ich camp jetzt auch nicht mit der Waffe oder so. Das ist ein bisschen langweilig mit der Sniper. Das ist sowieso langweilig zu campen. Wenn, dann muss ich da waschen. Dankeschön, du hast mir den Arsch gerettet. Heilige Scheiße. Ich hab mir aber mehr als den Arsch gerettet. Weil ich den Tomahawk auch richtig verworfen habe. Lol. Da waren einfach zwei mitten in unseren Mitspielern. Ich dachte, da wäre keiner gewesen, weil das kann ja nicht sein, dass da einer mitten in unseren Mitspielern ist. Lol. Fail. Wir haben 7-9. Negativ. Ja, wie gesagt, Sniper ist uncool. Aha, interessant. Ha, umlaufen, du Bitch. Wo bin ich hin? Er hat's auch gemacht, ey. Ja, das ist mal cool, dass man so rumlaufen kann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das machen kann. Ich will einfach mal random... Bevor er mich kriegt, lasse ich mich lieber so random töten. Durch so eine Scheiße. So. Gegners? Oh,
Ciao. Zum Glück hatte ich da die Pistole noch am Start. Auf jeden Fall einer im Wasser, das habe ich genau gehört. Was? Ich konnte nicht nochmal knifen. Ich war irgendwie geblockt zu knifen, verarschen. Den ersten Hit konnte ich ihm setzen und den zweiten nicht. Och Mann. Fickt euch. Ihr kleinen Arschgeigen. Was? Von wo denn bitte? Ja, klar, den habe ich ja noch. Der ist mir noch hinterhergesprungen, oder was? Ja, super. Nein, Tomahawk behalte ich mir erstmal. Ciao. Oh, jetzt ist da auch noch. Ich sehe auch die Gegner nicht, weil ich einfach. Ich sitze gerade ein bisschen weit vom Bildschirm weg, weil ich das aufnehme. Ciao. Alles ausreden, damit ich sagen kann, dass ich einfach nur. Ich bin einfach nur scheiße mit der Sniper. Mein Gott. Stirb. Naja, keine Chance. Nicht gegen die Stacheln. Gegen vieles hat man eine Chance, aber nicht gegen die Stacheln. Oder den Flammenwerfer. Oder was auch immer da noch kommen mag. Bin mal gespannt, wenn die 10 Spezialisten oder so rausbringen. Ist eigentlich eine gute Position, wo man richtig gut snipen kann? Ey, du da. Lass auf, meinen Mitspieler abzuschießen. Dankeschön. Okay, da müsste doch eigentlich einer kommen, oder nicht? Ja, da war doch einer. Oh, und ich bin tot. Oh, Mano. Ja, der 520er, natürlich. Oh, Mann. Waren da zwei? Ernsthaft? Nee, das war einer von uns, der mal wieder hinzugeguckt hat. Schön. Beziehungsweise den Firebreak eingesetzt hat und dann nicht so weit kam. Das ist schon echt bitter, ey. Hiervon hängt zu viel ab. Einsatz. Feindlich und bewaffnet. Überwachung erledigt. Okay. Die haben die beiden anscheinend. Spectre vernichtet. Okay, nice Team. Na, schade. Dann hätte er auch mal klappen können, ne? Einfach so random in so einen Raum reinspringen, wo Gegner sind und irgendwie random zu schießen. Vielleicht funktioniert das ja. Ich dachte, ich hätte Glück, aber ich hatte kein Glück. Schade. Oh, hi. Meint der Snapback hat man einfach zu schlechte Reflexe. Also ich zumindest. Ich komme mit der Snapback gar nicht klar. Aber macht trotzdem Spaß. Bad Game. Naja. Ja gut, aber an dieser Stelle sage ich dann auch erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Call of Duty Black Ops 3. Ciao, ciao.